Amt in Türkei nimmt mich komplett hops. Leute, wenn es um die Türkei geht, gibt's doch keinen besseren als mich. Die Story handelt zu der Zeit, wo ich zum ersten Mal in Alanya gewesen bin, wegen meinen Papieren und so. Ihr wisst ja noch, ich war ja zuerst einmal, dann habe ich 8 bis 9 Tage gestreamt und jetzt war ich vor kurzem nochmal in Alanya. Versteht ihr, was ich meine? Jetzt kommt das krasse Chat. Jetzt kommt wirklich der Knüller. Da ist mir sowas Negatives passiert. Also ich wurde noch nie von irgendeinem Dienstleister oder einem Mitarbeiter so krass wie ein Hund behandelt wie dort. Wirklich noch nie. Und ich muss mir selber an die Schulter klopfen, weil ich Sabber gezeigt habe. Weil normalerweise, ich bin so ein Typ, Bruder, ich stehe da und ich schrei rum. Mich schätzt man vielleicht nicht so ein, aber so bin ich eigentlich. Auf jeden Fall, guck mal, der Anfang der Story, wir sind dort, wir müssen unsere Papiere ver... Ich weiß nicht, wer lauter geschrien hat, als sie nicht nach Malaysia mitfliegen durften. Ich oder Abo? Ich kann mich nur daran erinnern, wie Abu ihn totschlagen wollte, den Typen. Verlängern Chat, also unsere Ikamed-Card, das ist so eine Residenzbewilligung für die Leute, die sich das auch gefragt haben. Wir sind dann da hingegangen und da gibt es so ein Rathaus, irgendwie so ein Amt, keine Ahnung, was das genau ist. Chat, dieses Rathaus sieht aus, als ob ich gerade Assassin's Creed spiele, okay? Alles voller Holz, es bricht gleich gefühlt ein. Keine Ahnung, wer sich gedacht hat, dass man das als Rathaus benutzen könnte, okay? Auf jeden Fall, ich bin da drin, ich denke, Bro, wieso stinkt's hier nach Scheiße? Bin ich Dings in 1911? Stürzt gleich alles ein. Dann, ich denke mir nicht. So redest du über die Türkei. Türkei, was dir Obdach gegeben hat. Das wunderschöne Türkei. So redest du über die Staatsgründung von Atatürk. Wenn du dieses Amt beleidigst, ist es so, als hättest du Atatürk beleidigt. Und so mit jedem Türken. Weil Atatürk ist unser Vater. Nichts Böses, Chat, wir fahren, oh, das war das Beste, wir fahren dahin und wir hatten so einen Typen, also es gibt immer so einen Mittelmann, der hilft dir, diese Papiere zu beschaffen. Heißt, du gibst ihm eine gewisse Summe und sein Job ist es, dir bei diesen Sachen zu helfen. Dann das erste Problem, er will eigentlich vor Ort da sein und uns alles halt helfen und zeigen, dies, das. Wir sind unterwegs, meine Mutter sagt, ey, bist du auch unterwegs? Er sagt, nein, Und ich konnte aus seiner Stimme raushören, er ist gerade aufgestanden. Er ist gerade aufgestanden. Ey, das ist so witzig, ich mag sowas. Mach mir nichts vor, du hast gerade gepennt, du hast Telefon auf Lautsprecher gehabt, dachte dir heute keinen Bock zur Arbeit. Scheiß drauf, okay? Der Typ pennt, ist gerade aufgestanden, er sagt, ja, geht dahin, zieht eine Nummer und sagt, ihr wollt Adresse anmelden. Es gibt gar kein Problem und ihr seid eh früh am Morgen da, da wird fast niemand da sein und so, sagt er. Denk mir, Bruder, entspannt, komm, ja, Mama, ist alles ruhig. Lass ihn ruhig noch sein Cheeköfte fetzen morgens und ausschlafen. Wirklich Chili-Mili in the Alanya City, okay? Ich bin gechillt. Chat, ich geh hin. Ich habe noch nie in meinem Leben so einen chaotischen Ablauf der Dinge gesehen und so viele Menschen in so einen kleinen Raum. Bro, es ist ein scheiß kleiner Raum, okay? Das sind 700 Menschen. 700 Leute. Ich dachte, die essen sich gegenseitig auf, okay, Chat? Ich dachte, es geht hier gerade ums blanke Überleben. Dann, ich sag meiner Mama, ey, Mama, was ist hier passiert? Was ist das für ein Typ? Wieso sagt er, ist hier niemand, obwohl, guck, was hier los ist. Eskalation, 8 Uhr morgens, die sterben hier, die essen gleich gegenseitig ihr Fleisch auf und so. Egal, kack drauf. So, wir gehen rein, wir chillen da, dies, das, alles entspannt, wir ziehen eine Nummer. Irgendwann mal, Chat, nach 3-4 Stunden warten, kommen wir dran. Wir haben 3-4 Stunden... 3-4 Stunden warten, Leute, ist eine Katastrophe, wirklich. Das sind wirklich so Dinge. In Deutschland hast du das zum Glück nicht, dass du 3-4 Stunden wartest. Du wartest auch mal gern mal ein Weilchen, ne? Aber das wäre, glaube ich, sowas, wo ich das jemandem gegeben hätte und hätte gesagt, ey, erledige das. So, was brauchst du von mir? Ich gebe dir alles mit. Gewartet, bis wir drankommen. Dieser Typ in diesem Raum, den wir da kriegen, wie es die Ironie des Schicksals möchte, kriege ich den unsympathischsten, größten Stück Scheiße-Mitarbeiter, der das Wort unmotiviert erfunden hat. So. Also, hat er gerade jemanden, einen Staatsdiener aus der Türkei beleidigt? Bruder, redest du so über uns Türken? Wenn du ihn beleidigst, ist es so, als hättest du mich auch beleidigt. Türkiye, Türkiye. Er sitzt da, wirklich, du guckst ihn an, du denkst, Bruder, was ist das? Ist das Dings? Der Endboss aus diesem Spiel, was sich Leben nennt, Walla. Ich sag euch, Walla, guck mal, und ich schwöre euch darauf, ich habe noch nie in meinem Leben so eine negative Person gesehen. Noch nie. Guck mal, wir sind in diesem Raum, meine Mutter, mein kleiner Bruder und ich, er guckt uns nicht mal an, Chat. Er hat mich nicht einmal angeguckt. Nicht einmal, das war... er hat's nicht verstanden. Der Typ ist wie Atatürk. Er guckt erst ab 100 Lira und er dachte sich bei Abu, der sieht nicht reich genug aus, deshalb gucke ich ihn erst auch gar nicht an. So, er hat es schon gerochen, dass du nicht reich bist, Bruder. Atatürk hat selbst gesagt, ab 100 Lira bist du für ihn ein Mann.
Guck. So, lass mal diese Bash-Lira und Ellie-Lira. Nein, 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 nein. Also 50-jähriger Mann oder so. Und dann er sagt, gib mal eure Papiere. Junge, wir zeigen Papiere. Er sagt, do you have bill? Electricity bill? No, sorry, sagt meine Mutter und so, okay? Er sagt, okay, bye. Während wir im Raum stehen... Ey, ich schwöre es dir, ne? 4 Stunden warten und dann sagt er, okay, bye. Ich weiß nicht, ob ich mit der linken oder rechten Hand oder mit beiden Händen gleichzeitig ihn so... So, bam. So, wisst ihr, es wäre eine Fliege. Macht er schon die nächste Nummer an und lässt die nächsten Leute rein. Wie kann man so ein unhöfliches Stück Scheiße sein? Oh mein Gott, ey Chat, ich denke mir so. Chat, voila, ich bin schon so, Bruder. Ich denke, was ist hier los? Wir denken uns, fuck it, wir können uns davon jetzt nicht unterkriegen lassen. Wir ziehen nochmal eine Nummer am PC, damit, wenn wir zurückkommen, wir halt früher dran sind, okay? Ist ja eigentlich logisch, ne, Chat? Ergibt ja Sinn. Also, weil man sich denkt, ey, ich habe ja keinen Bock, stattdessen erstmal eine Stunde nach Hause zu fahren, zurückzukommen und nochmal die Nummer zu ziehen. Das wäre dämlich, weil die Leute stellen sich ja wieder an. Haben wir also... 4 Stunden gewartet. Der Typ ist unhöflich, anstatt zu sagen, ey... okay, ihr habt die Nummer gezogen, bringt eure Sachen, dann könnt ihr einfach dazwischen kurz rein, ist gar kein Problem. Normalerweise machst du das so im Amt oder als Person, die halt, weil er ist ein Staatsdiener. Ich verstehe das auch in Deutschland nicht, manchmal fühlen sich die Leute vom Amt und das sind Diener, Leute. Nichts weiteres als Staatsdiener, die arbeiten für uns. So, sie müssen uns dienen. So, wenn du bei der Stadt oder sonstiges arbeitest, dann verstehe ich nicht, wie man da unhöflich sein kann oder sonstiges. Junge, 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 wirklich, Alter, wirklich, manchmal das Verhalten von einigen Leuten ist unglaublich. Ich habe einmal meinen Pass gemacht, ne, habe ich aber auch erzählt. Ich habe einmal einen Pass gemacht in Deutschland und habe halt Express gemacht. Ich wollte den direkt haben, war jetzt nicht so viel teurer, 20 Euro, 30 Euro teurer, weißt du, anstatt 8 Wochen warten. Dann gehe ich den Pass abholen, dann fragt mich die Frau, warum haben Sie Express gemacht? Ja, ich wollte verreisen. Meint die, wissen Sie wohin? Ich so, nein, ich gehe jetzt gleich nach Hause und gucke spontan bei Skyscanner. Das hat die richtig, richtig abgefuckt. Die war so richtig, die hat so eine Fresse gezogen, wo ich mir denke, was interessiert dich das? So, schnell eine Nummer gezogen, sind nach Hause gefahren, diese Rechnung holen und sind zurückgekommen, okay? Wir sind wieder da, so, und wir stellen uns an und wir haben halt unsere Nummer. Und wir mussten aber trotz dessen 1 bis 2 Stunden nochmal warten, weil der Typ hat wohl 2 Minuten, nachdem wir gegangen sind, Mittagspause gemacht. 1,5 Stunden lang, obwohl ihm nur 1 Stunde zusteht. Alle sagen... Ey... Er hat die Mittagspausenzeit nicht eingehalten. Sagen, Bruder, der Typ hat gechillt bis zum geht nicht mehr. So, und meine Mutter hat halt auch mit den Leuten da geredet, weil ganz viele Menschen in Alanya halt Russisch können und so, okay? Und alle hatten sich beschwert. Wirklich, niemand war zufrieden. Niemand war zufrieden. Und dann plötzlich irgendwann mal Chat, wir sind gleich dran. Wir stehen vor der Tür. Gleich kommt das Gefühl Schlimmste. Das Gefühl, wirklich Schock. Und voilà, das ist Chat genauso passiert, wie ich es euch gerade sage. Als ob, nein, der hat bestimmt nicht zu denen gesagt, ey, ihr habt eine Nummer gezogen, seid kurz nach Hause, deshalb müsst ihr wieder eine Nummer ziehen. Zickige Menschen, okay? Die macht uns so von der Seite an und die sagt, ey, ja, stellt euch mal hinten an, könnt ihr euch nicht benehmen? Bro. Hey. Abo hat gerade gezeigt, wie es wäre, wenn er kein Mann, sondern sich als Frau ausgeben würde. Er wäre auf jeden Fall zickig. So, und darauf haben wir alle keinen Bock. Deshalb macht er das auch nicht mehr. Einmal hat er uns gezeigt so und meinte so, Bro, okay, so momentan. Alle wollen gerne eine Geschlechtsumwandlung, aber ich habe keinen Bock darauf. Sind gleich dran. Der Typ, dieser Mitarbeiter, sieht uns. Er kommt raus. Er nimmt diese Nummer aus Maliks Hand. Guck gleich, Plot-Twist. Voila, so passiert. Er nimmt diese Nummer aus Maliks Hand, zerreißt die und sagt, no number, no number. Er hat die Nummer zerrissen. Er hat ihm das aus der Hand gezogen und zerrissen. Ey, ich schwöre es euch, ne? Ich weiß nicht, wie er da ruhig bleiben konnte. Wirklich, das ist Respekt, wie man so viel Sabber haben kann, ne? Mein Vater, wäre ihm das passiert, mein Vater hätte ihn auf der Stelle, glaube ich, vor Ort GTA-RP-mäßig halal geschlachtet. No Ticket. Also irgendwie wohl, ich hatte auch Fragezeichen in meinem Kopf. Ab einer bestimmten Stunde, die machen wohl diesen Ticketziehautomaten aus und die Tickets zählen nicht mehr. Also es herrscht einfach blankes Chaos, jeder stellt sich vor der Tür an, wie er möchte und dieses Ticketsystem ist für die Katz. Also das existiert einfach nicht und das wussten wir halt nicht. Dann... Hä, was ist das denn für ein System? Ich hätte die Tür eingetreten, 007-mäßig.
Ich hätte mir von Abu gewünscht, dass er ihn so an den Kragen nimmt und gegen die Wand drückt. Der Typ geht wieder rein. Chat, wir denken uns nochmal, ey, scheiß drauf, wir bleiben ruhig. Ich schwöre es euch, ich habe extra, und das kennt man normalerweise von mir nicht. Bei Gott, man kennt es von mir nicht. Ich sag meiner Mutter, Mama, bleib ruhig, alles entspannt. Und von der Frau, die sich mit uns gebieft hat, war auch der Ehemann dort, okay? Der Ehemann, also... Ganz ehrlich, bei sowas muss der Ehemann hinhalten und der Ehemann muss Schläge kriegen. Das ist das normale Prinzip, Leute. Das ist das Kanackenprinzip. Zwei Leute hatten sich mit uns gebieft. Einmal Mann und Frau und nochmal einmal Mann und Frau. Und ich hatte halt dem Typen unsere Situation erklärt und der hat sich dann bei uns entschuldigt. Und wir haben uns nochmal hinten angestellt, Chat, okay? Weil wir uns dachten, scheiß drauf. So, okay, wir stellen uns hinten an, Chat. Und der Typ, er fragt uns sogar dann voll auf lieb dann im Nachhinein, weil er sich denkt, ey, die Armen. Er sagt zu uns, wenn ihr möchtet, ich kann euch vorlassen. Guck mal gleich, Subhanallah, ihr müsst euch das merken, Chat. Ihr müsst euch das... Krass, der Typ, der sich gestritten hat, Subhanallah, hat ein schlechtes Gewissen und so. Das ist korrekt, Leute. Das ist wirklich korrekt. Da hat wirklich Sabr etwas gebracht. Ne? Manchmal ist es echt nicht so schlecht, auch mal Geduld mitzubringen. Das merken. Wir sagen, nein, scheiß drauf. Geh du, das ist dein Recht. Du hast dich angestellt, so. Wir wussten das nicht, dass dieses... Abo hat Hack gegeben. So, bei diesem Straßenverkehrsamt, Wohnmeldeamt, wie auch immer. So, er war korrekt. System so ist, alles schön gut. So, geh einfach rein und mach dein Ding. Ey, die gehen rein, die sind an der Reihe, Chat, die machen ihr Ding, die gehen nach Hause. Als nächstes war noch eine Familie dran, die sich extrem schlimm mit uns gebieft hatte und die sind gerade vorm Reingehen und dieser Typ sieht uns aus dem Blickwinkel, also dieser Mitarbeiter. Ich erkenne sogar, unsere Blicke treffen sich, okay? Ich erkenne das. Er sieht also, dass ich noch da bin. Er dachte, nachdem er die Nummer zerrissen hat, dass wir gegangen sind, okay? Chat, plötzlich passiert das Cringigste. Nein, er hat niemals, hat er zu denen dann gesagt, ey, heute nicht mehr, zu spät, ich mach gleich Feierabend. Das hätte ich niemals zugelassen. Also wenn das jetzt kommt, Leute, ich schwöre es euch, ich hätte den festgehalten vor Ort, ich hätte den geknebelt, ich hätte gesagt, du bearbeitest das jetzt. Ich hätte da einen Aufstand gemacht, das wirklich. Aber ich hoffe, das kommt jetzt nicht, weil ich bin vom Geschichtenhören, ne, schon auf 180. Er geht nochmal raus, er lässt diese andere Familie weggehen und schickt uns auch weg. Er sagt, for today, kapat, close. Nein. Die kamen dran. Niemals hat er das gemacht, nachdem er auch noch gesehen hat, dass die ungefähr 10 Stunden gewartet haben. Die waren morgens da, sind nach Hause, haben Papiere geholt, haben eine Nummer gezogen. Dann wurde die Nummer zerrissen, dann mussten sie nochmal warten. Und dann hat er zu denen gesagt, nein, close, niemals, nein, das ist reingeschissen, niemals. Home, go home. Bro, plötzlich kommt auch Security, er sagt auch, geht nach Hause und so, also... Nein, das geht gar nicht, nein, ich schwöre, das geht nicht. Ich schwöre bei allem, das geht nicht. Vor allem alleine schon aus dem menschlichen betrachtet, sozialen Aspekt her, wenn du etwas siehst, also wenn du so siehst wie eine Familie... den ganzen Tag dort verbracht hat, von 6, 7 Uhr morgens bis 17, 18 Uhr oder was auch immer, dann machst du sowas nicht. Ist aber, bevor ihr euch 1000 Szenarien in euer Kopf ausmalt, ich bin hier in einem fremden Land, ich will hier einfach meine Papiere verlängern, wo soll ich mich mit dem 50-Jährigen... Ja, 100%. Ich weiß, natürlich, das ist aber das Problem, das haben wir Kennex immer, das ist so ein Knacks, ne? Dass du im Hinterkopf hast, ah, was ist, wenn er mir die Papiere nicht verlängert, was ist, wenn mir Probleme passieren, was ist, wenn er mich wegschickt aus dem Land und so, ich kenne das, so. Wisst ihr, dieses Dilemma, ne, haben oft auch immer unsere Väter. So, eigentlich will ich ihn umbringen, aber was, wenn, nein, beefen, scheißegal, bis der Vorgesetzte kommt, bis die Bullen kommen. Amtmitarbeiter da boxen geht nicht. Walla geht nicht. Bro, ein The Baylight schreibt das vielleicht. Bro, aber vielleicht fehlt es dir an gewisser Intelligenz in solchen Situationen, nicht böse gemeint. Du musst ihn nicht schlagen. Nein. Schlagen kannst du sowieso nicht. Das bringt eh nichts am Ende. Aber richtig schreien, Aufstand machen, gegen Wände schlagen, ausrasten. So. Das ist halt die Sprache, die Türken, Tunesier und sonstige... Länder halt nur verstehen, ne, wenn du ausrastest. Voila, aber ich kann mir ja sowas nicht erlauben. Wie soll ich da hingehen und dem eine ziehen? What the fuck, was ist das überhaupt für eine Aussage? So, weißt du, was ich meine? Bro, du musst einfach bei solchen Situationen cool bleiben. Ich meine, was bringt mir das? Was bringt mir gar nichts? An und für sich, egal in welchem Universum wir gerade sind, ich bin kein Typ dafür, dass ich einen 50-jährigen Mann beleidige oder den, keine Ahnung, Astagfirullah schlage oder so. Bro, in was für einem Film sind wir? Ich bitte euch. Guck mal, wenn er... Nur, du kannst ihn schlagen, aber nicht ins Gesicht, dann ist halal. So, weißt du? Ringenmäßig. Außer Gefecht setzen.
unkorrekt ist, ist das scheiße für ihn. Was soll man machen? Hat er für sich Sünden gemacht? Hat er meinen Hack genommen damit? Mehr hätte man da so und so nicht machen können. Und ich sag euch, wie es ist, wenn man solche Stories erzählt und Leute kommen mit, ey, ich hätte den auseinandergenommen und so, Bruder, oh mein Gott, wie hast du dir sowas gefallen lassen? Man fühlt sich so cringe. Man fühlt sich wirklich cringe. Deswegen in Zukunft, ich weiß, ihr meint das nicht böse, aber wenn ich sowas erzähle, bitte unterlasst solche Kommentare, Buck. Das provoziert den richtig, ne? Wenn Leute zu ihm das sagen. Das ist eine Sache, die provoziert den richtig. Ich kenne Abo. Ich mache auch manchmal sowas aus Spaß. Und das fuckt den ab. Das fuckt den richtig ab, wenn du zu dem sagst, Junge, warum schlägst du denn nicht? Was ist los mit dir? Ich an deiner Stelle, was ich gemacht hätte. So, damit redest du ihn runter. Sowas provoziert ihn sehr. Bitte unterlasst solche Kommentare, Bruder. Ich bin jetzt auch kein Opfer, der jetzt rumgeht und sich alles Mögliche gefallen. Guck, da, seht ihr? Wisst ihr, das ist so diese Sache. Der denkt sich dann, Alter, was tun die so, als wäre ich voll der Lappen. Aber in der Situation, 99% der Leute, die auch groß labern, wirklich, die hätten gar nichts gemacht, Bruder. Die wären einfach nach Hause gegangen, hätten gesagt, Mimi, Junge, ich wurde voll schlecht behandelt. Weißt du? Ja, bist du dir sicher? Nimm mich dorthin. Jetzt, nimm mich dorthin, lass mich eine Nummer ziehen und wir gucken, was ich mache. Was soll man sonst machen? Manche Leute tun auch so, als ob sie aus Tekken 7 Khworang und Jin Kazama sind und Flying Kicks da gedreht hätten. Bruder, keine Ahnung, in welchem Film du bist, voila. Fun Fact Chat, das war ja auch der Grund, wieso ich jetzt nochmal dahin musste. Wegen ihm einfach nur, wegen dem Typen. Chat, nur wegen dem Typen, voila. Guck mal, und das Ding ist, Bad Company fragt, wie ist das Ganze geendet? Seid ihr am nächsten Tag dahin gegangen? Guck mal, die meinten, es ist möglich, dass ich und mein kleiner Bruder unsere Papiere bei meiner Mutter hinterlassen und dann nochmal hingehen. Also das mein... Ich glaube, wenn ich das dann erledigt hätte, ne, weil du ja locker bleiben musst und sonstiges, hätte ich einfach, nachdem ich das alles erledigt habe, würde ich beim Vorbeigehen so spucken. Kennt ihr ja, ne? Dieses Tfialik. Meine Mutter dahin geht, wenn wir weg sind. Auf jeden Fall, dann sind wir zurück nach Istanbul und meine Mutter ist am nächsten Tag dann nochmal hin mit unseren Papieren, mit unseren Pässen und so und Ikamet-Card, okay? Und jetzt kommt der Plot-Twist. Er hat einfach meine Mutter nochmal weggeschickt. Meine Mutter hat aber diesen Mittelmann dann gezwungen zu kommen. Dieser Mittelmann ist dann doch gekommen, hat noch seinen Chef gerufen. Der Chef hat die Polizei alarmiert und die haben ihm eine miese Ansage gezogen und wohl irgendwie etwas im Sinne von gesagt, also wie behandelst du die Leute, was ist los mit dir? Und der wurde angeblich richtig zusammengeschissen. Chat, der wurde richtig zusammengeschissen. Und das Ding ist aber... Das ist das, was ich meine, ne? Hätte der das auch schon am ersten Tag gemacht und diesen Aufstand gemacht, dann hätten die auch angerufen und alles Mögliche und dann hätten die den auch angeschissen. So, manchmal kannst du nicht anders, manchmal musst du so vorgehen. Dieses Sabr am Ende des Tages bringt dir leider nicht immer was. Aber ihr merkt, was ein hasserfüllter, ekelhafter Mensch ist, dass er am nächsten Tag meine Mutter nochmal weggeschickt hat. Und dann sitzen die da... Rassist, Leute, das ist ein Rassist, 100%. Und meine Mutter gibt diese fehlenden Papiere, Chat, und er sagt nochmal, es fehlt irgendwas. Daran merkt ihr alleine, was ein ekelhafter Mensch das ist, wie krass er uns schikanieren wollte. Weil Kuma, er hätte sich doch normal alles angucken können, was wir hatten und uns menschlich sagen können, was uns alles fehlt. Stattdessen wollte er uns überall rumschicken, wie so richtige Opfers, einmal wegschicken, ein Papier. Das machen Tunesier auch gerne. Dieses, dich 20 Mal wegschicken. Und nochmal wegschicken, noch ein Papillon. Bro, guck dir doch alles an, was ich habe und behandle mich doch nicht wie so ein scheiß Opfer. Wirklich, das war verrückt, was da passiert ist, Chat. Und das Ding war einfach, diese ganze Story war einer der schlimmsten Erfahrungen, die ich jemals mit einem Amt gemacht habe. Freunde, guck mal, man muss dazu anmerken, das hätte mir in jedem Land passieren können. Ja, aber jetzt ehrlich, natürlich kann das in jedem Land passieren, aber es ist halt typisch, es passt einfach zu Türkei. Es ist einfach so. Das spiegelt so ein bisschen die Leute in der Türkei wider. Natürlich sind nicht alle Menschen so, aber halt viele, ich weiß nicht, was die haben, warum die sich gerne so benehmen. Können. Also bitte hört jetzt auf, das unbedingt auf die ganze Türkei zu projizieren oder zu... Bro, die Türken sind Weltmeister in solchen Sachen. Also projiziert das nicht auf ein Land, projiziert das eher auf die Person, die einfach die Macht missbraucht, leider. So, man konnte kurz fassen... So, dass Türken immer gerne Probleme verursachen. Fertig aus. Das habe ich so mitgenommen. Danke, Abu, dass du mich darauf hingewiesen hast. Ich werde aufgrund dieses Videos nicht in die Türkei oder auswandern. Obwohl ich ein Viertel Türke bin, werde ich mich davon fernhalten. Danke, Abu Judo. Vielen, vielen Dank.